Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast und zum großen Finale von Fakt Berlin. Ja, und damit, hallo Tomate. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Genau, wir schauen jetzt Folge 1 von Fakt Berlin. Warum? Weil wir behindert sind. Wir haben nämlich alle Fakt Berlin Folgen rückwärts geschaut. Wir haben Folge 4 das erste Mal geschaut gehabt, vor einer Weile, vor ein paar Monaten. Wir dachten, naja, schauen wir erstmal nur die eine Folge und das klang am lustigsten. So, und Es dann haben wir klang irgendwie aus am Interesse. wenigst degenerierten tatsächlich. Genau, und dann sind wir irgendwie so rückwärts gegangen in der Zeit von zu Folge 3, 2 und jetzt sind wir bei der 1. Die heißt Sex positive Partys. Und ich lese mal kurz vor hier beim RBB den Klappentext. Also RBB hergehört, das ist Rundfunk Berlin-Brandenburg, von unseren Steuergeldern bezahlt. So, hier heißt es: Nach Lust und Laune feiern. Alle Körper, Geschlechter und viele Spielarten. In Berlin möglich wie kaum in einer anderen Stadt. Völlig neu in der Sex-Positiv-Szene ist Martina. Sie möchte in den Clubs der Stadt herausfinden, was ihr abseits des Sex zu zweit im Bett wirklich gefällt. Maria kommt aus einem religiösen Elternhaus und erforscht seit kurzem, wie ihre sexuellen Wünsche mit ihrem Glauben zusammengehen können. Spoiler, Ah! nicht. Ja, das sind ja schon wieder so verrückte Sachen, die aufgemacht werden. Ich bin sehr gespannt. Ach, das war der Text jetzt? Ja. Ja, das war der Ah, Text, der okay. klar. Dann steigen wir frisch ein. Ich pushe mich selber zum Limit. Ich komme und ficke, das bin Ihr kennt das ja schon. Wegen der Also. Musik kurz pausieren. Ach so, genau. Okay, da Ah, sah die man kennen wieder die wir. gute alte Lisa. Die kennen wir, das war die, die mit dem Kack zusammen ist. Ja. Mit dem Chris oder so. Alter, war das eine geile Folge. Also zieht euch das rein zu diesen polyamoren Beziehungen. Das ist so verrückt. Also Boah. von diesem Abendmahlbild habe ich, na, ich will nicht sagen geträumt, aber ich habe es noch mal im Schlaf kurz gesehen. Ja, Tatsächlich. echt? Geil, geil, geil. Ja, schaut euch unbedingt die Folge von uns an, dann wisst ihr, was wir meinen. Oh, also die Frau, die habe ich wirklich irgendwie gefressen. Die ist, ich halte die für absolut toxisch. Ja. Also, ich finde, die macht den so fertig, diesen Chris, mit dem sie zusammen ist. Ach, der tut mir irgendwie leid, aber der will es Er ja lässt auch. es ja auch mit sich machen, weil er es irgendwie Ja, geil findet. Also. klar. Aber ich meine, wie man sowas allein schon machen kann. Also, wie man das irgendwie in sich hat, sowas zu machen. Also mich schüttelt da alles echt. Da haben sich auf jeden Fall zwei gefunden. Drei, Ja. drei, zwei. Ich bin Sozialarbeiterin, angehende Familientherapeutin, Sozialarbeiterin ist sie, Familientherapeutin. Terminhelferin. Ja, sie erzählt uns jetzt von Familienbildern, was gut ist für die Familie. Ja, klar. Da gibt sie so Tipps wie, ja, gute Ute, wenn das nicht mehr so klappt im Heinerbett, muss der Heiner sich mal kacken lassen. Dann holst du dir irgendeinen Rüdiger. Und dann lässt du dich bumsen. Ah! Das funktioniert immer. Vertrau mir. Ja, vertrau mir, bei mir hat's doch geklappt. Oh Mann, ey. Und wäre gerne in der Zukunft mal selbstständige Paartherapeutin. Ja, natürlich! Paartherapeutin! Du hast irgend so eine polyamore Beziehung. Was zum Fick willst du denn? Oh, Sie hat nee. dann immer diese Paare, die da ihr erzählt, dass es nicht läuft und dann. Ich habe da mal was vorbereitet und dann steht sie schon in der Reizfläche da und dann geht's los. Ja, okay. Dann spezialisiert auf nicht monogame Paare. Ich würde. Ach so, okay, gut, dann alles gut. Sie ist auf nicht monogame Paare spezialisiert. Okay. Dann ist ja okay. So. Dann spezialisiert auf nicht monogame Paare. Ich würde mich als bisexuell bezeichnen. Mein Mann und ich sind jetzt fast ein Jahr verheiratet und wir. Scheiße, die sind sogar verheiratet. Das ist bei den Ja, anderen Folgen natürlich. noch gar nicht so klar geworden. Für mich Doch, zumindest. doch. Die hat Oder ja ich immer gesagt, hab's das ist mein überhört. Mann. Das ist ja mein Mann, hat Ja, sie immer gut, gesagt. das heißt ja jetzt nichts. Ah, das ist Dachte so einfach, das krass. ist der, der es am längsten mit dir ausgehalten hat, so weißt du. Aber Ja, es ist das ist sogar. jetzt dieser Ehemann, der Chris. Also ganz eigenartiger Stell dir Typ. die Heirat vor mit dem Rüdiger noch so, weißt du, der dann Ja, der mit am Rüdiger. Altar steht, so. Der Rüdiger war wahrscheinlich Trauzeuge. Nee, der hat auch einen Ring bekommen, weißt Ja. Okay, jetzt für die Zuschauer, die die Folge nicht gesehen haben, dieser Rüdiger, von dem wir hier immer reden, das ist der dritte hier im Bunde gewesen. Ah, der kommt vielleicht sogar noch, der wird vielleicht sogar noch gezeigt. Jedenfalls, das ist der die Alte hier bumst, aber nicht mit der zusammen ist in dem Sinne, weil die ist ja mit dem hier verheiratet, mit dem Chris. Ja. Ah. Und auf allen Für eine Fotos, die man da offene sieht Ehe. oder auf allen Bildern,
wird ihr Mann immer sehr ignoriert, um es mal nett auszudrücken, wenn Rüdiger da ist. Also. Ja, übelst krass. Die tut immer so mit dem Rüdiger rumstreicheln und alles. Und der Chris tut irgendwelche Wände nebenbei bemalen. Also ich habe wirklich so gepisst vor Lachen letztes Mal. Herrlich. So, okay. Was sagt sie denn jetzt? Moment, ich mache nochmal kurz zurück. Mein Mann und ich sind jetzt fast ein Jahr verheiratet und wir führen eine offene Ehe, auch schon von Anfang an. Ich sehe meine Partnerin ganz gern beim Sex. Das ist auch. Mit anderen? Was? Ja, hoffentlich im Spiegel oder wenn du das aufgenommen hast. Also Filmaufnahmen von wo du selber beteiligt bist. Boah. Dieser Typ, ey. Dit ist Berlin, ich sag's dir. Ja. Einer unserer Kings, die wir haben, dass wir uns gegenseitig sehen können und das genießen. Ich finde das wunderschön. Dass wir uns gegenseitig sehen können. Also ich wette, nur du schaust der beim Sex zu und nicht die dir, weil du niemanden hast, nimmer. Ich leg da immer noch Stein und Bein rein. Aber Das wir war haben jetzt jetzt. erstmal Rüdiger. Ja, Endlich. ich habe übrigens diese Redensart gerade völlig verhauen. Egal. Genau, links, das ist Rüdiger. Das ist der Du Rüdiger. gibst Brief und Siegel drauf, oder? Ja, irgendwie so. Genau, danke. Rüdiger Bums mit hier, der Lisa. Und Chris darf zuschauen. Um Gottes Willen. Also zu sehen, dass es meiner Partnerin gut geht und also wirklich, dass sie wirklich dabei ist und und sie Spaß hat, dann ist das für mich auch ein ganz schöner Moment. Dann habe ich auch Spaß. Ich selber sehe mich als sehr fluiden Bestandteil der Beziehung, was eine total schöne Erfahrung ist. Okay, let's go, Chris. Ich hätte wirklich gern diese Heirat gesehen. Also Ja, das ist am Ende wild. haben die so richtig kirchlich in der geheiratet mit so Ja, Priester und so. bestimmt, ja. Oh Gott, oh Gott. In so eine offene Ehe zu kommen, wo sich zwei Menschen so lieben und da irgendwo Bestandteil zu sein und ein Stück weit diese Liebe auch teilen zu können, das ist eine ganz tolle Sache. Okay, Dennis. Dennis heißt der. Er heißt Scheiße. Rüdiger. Nee, der heißt Rüdiger. Die hat sich gerade versprochen. Der heißt Rüdiger. Nur komm, Rudi. Oh. Ah, die habe Geht ich gut am meisten los. gefressen. Ja. Meine Ex-Freunde waren alle recht eifersüchtig. Für mich war dann so mit den vergangenen Jahren klar, was ich. Moment mal. Jetzt geht's wieder los mit der Psychoanalyse. Ja, so, ich muss bei der Frau, ich komme bei der nicht klar, ich muss bei der jeden Satz stoppen. Warte mal, meine Ex-Freunde waren alle eifersüchtig und jetzt hatte ich den Typen, Der der, ich findet das meine, geil, ja. ja eben, also die hat irgendwas mit dem Thema Eifersucht, ja, also, ja. Ah, und der war doch auch übelst eifersüchtig, das haben wir doch mitbekommen in dieser Polyamoren-Folge. Er hat sich doch immer Stimmt. beschwert, er hat sich doch ständig beschwert, aber halt so verklausulisiert in seinem komischen Geschwafel, ja, ich musste an mir selbst nämlich forschen, weil ich habe da ja natürlich diese natürlichen Ängste und das ist ja voll normal. Und dann haben die das ja sogar unterlassen mit Ich wollte gerade diesem sagen, am Ende hat Polyamor-Ding. er Erfolg gehabt mit seinem komischen, Richtig. im Nebel aber doch bestimmt Auftreten. Ne? Also wer weiß für wie lange, ne? Ich Ja, glaub nicht, dass sie da ewig drauf verzichten will. auf jeden Fall. War klar, was ich nicht mehr möchte. Und das war ganz klar eine monogame Beziehung. Und was? Das glaube ich auch nicht ganz. Warte mal, der Typ hat gesagt, ich will eine offene Beziehung. Nicht sie. Ah, weiß ich nicht. Okay, Arti, vielleicht können wir jetzt über die Kritik sprechen, die wir bekommen. Jetzt doch, Ja, okay. das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja, Wir haben du. nämlich, unter unserem letzten Video hat jemand geschrieben, dass, ich glaube, das war eine Frau oder ein Mann, ist ja egal, welches Geschlecht. Er oder die hat gemeint, ja, ich kenne es eigentlich so aus meinem Umfeld mit privaten Beziehungen, dass da immer der Mann der Initiator war für offene Beziehungen. Aber bei den beiden irgendwie kann ich es mir einfach nicht vorstellen, weil der Typ hat doch niemanden. Also der hat bei der Ehenfolge hat er irgendwie sich So mal mit ihnen getan. getroffen. Aber ganz ehrlich, der wird nur so getan haben. Das war, die Freundin war safe aus Denken. Also, die er da getroffen haben will. Ja, mit wem hast du dich da getroffen? Ja, die geht auf eine andere Schule, kennst du nicht. Das ist so inne wird das gewesen Ich sein. kann mir vielleicht jetzt vorstellen, weil das jetzt auch nicht so ganz klar rübergekommen ist bei ihm, dass er hatte irgendwelche monogamen Beziehungen, ist alles in die Brüche gegangen und hat er irgendwann für sich festgelegt, ich will in Zukunft nur noch offene Beziehungen und hat dann sie getroffen, die das auch so sieht. Weißt du, dass das gar nicht als monogame Beziehung zwischen den beiden gestartet ist und einer hat dann gesagt, ich will offenes Zeugs haben. Ja. Ich bin halt immer noch der Meinung,
jetzt auch ein bisschen zu dem Kommentar nochmal. Ich bin halt der Meinung nach wie vor, der Mann ist in einer offenen Beziehung benachteiligt, also hart benachteiligt, weil die Frau viel, viel einfacher an Sex kommen kann als der Mann. Also du brauchst als Mädel, ich sag's nochmal, du brauchst wirklich nur dich schick anziehen, in den Club gehen oder in eine Kneipe, du wirst irgendwann angesprochen. Und als Mann ist das nicht so. Also, selbst wenn du super gut aussiehst, ist es selten, dass du dann angesprochen wirst. Ich habe auch noch mal drüber nachgedacht, tatsächlich. Das, was du beschreibst, ist wahrscheinlich die Realität. Was aber davor passiert, ist, dass der Mann sich das einredet, dass es richtig geil wäre, eine offene Beziehung zu haben, weil dann mit vielen schönen Frauen rumzuficken, das ist doch super. Und dass es dann eher nicht passiert, wenn du nicht gerade George Clooney bist, sozusagen. Ja. Die Frau wiederum andersrum, die ist froh, dass sie endlich mal einen hat, so. Ja. Und dann merkt sie vielleicht später, wie du schon sagst, oh Mensch, ich brauche ja bloß mal kurz meinen Knöchel im Club zu zeigen und schon habe ich schon habe ich drei Verehrer an der Backe. Ist ja eigentlich ganz cool, dass ich sozusagen der Ausgangszustand nicht mit dem, was dann passiert, widerspiegelt. Hast recht, vielleicht, stimmt. Vielleicht hat der Typ hier auch gedacht, ja, offene Beziehung ist doch geil, da kann ich schön mit den Leuten rumwumsen, aber dann wird ihm später erst aufgegangen sein, Moment mal, meine Freundin kann jetzt viel mehr machen und die hat jetzt diesen komischen Rüdiger! Was mir gerade noch einfällt bei dem Kommentar war auch ein Satz, sinngemäß, dass Männer, die in einer Beziehung sind, für andere Frauen attraktiver wirken. Und dass er dementsprechend doch gut die Frauen abschleppen müsste. Boah, da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Also bin ich mir auch ganz unsicher. Also wenn, dann will man ja als Frau wahrscheinlich einen, der die andere Frau dann verlässt für dich, weißt du? Genau, genau. Wo du nur die Zweitfrau bist, weil er eine offene Ehe hat. Oh, so krank. Weil dann ist ja wieder der Punkt, wenn du so eine offene Beziehung hast, wie lange dauert es, bis die Karawane weiterzieht und er dich verlässt für die nächste offene Beziehung. Also als Frau suchst du ja eigentlich immer jemanden festen. Ja, na klar. Und klar, wenn der Typ in einer festen Beziehung ist, dann strahlt er zumindest dieses aus, der geht nicht gleich zum nächsten Fick, sondern der bleibt halt auch mal. Und das hat schon einen gewissen Anreiz, ja. Arti, ich merke schon, die Folge wird wieder hart. Wir sind jetzt schon bei 12 Minuten, wir haben das 2 Minuten geschaut, aber es ist geil. Wir machen wieder einen Zweiteiler draus. Noch nicht Kasper-Cast-Level, aber wir arbeiten dran. Das war ganz klar eine monogame Beziehung. Und das hat mich erstmal ein bisschen geplättet. Das heißt, ich habe sie dann vor vollendete Tatsachen gestellt und habe gesagt, also. Oh, okay. Also ich muss mich revidieren. Es ist tatsächlich von ihm ausgegangen. Ja. Scheiße. Ach, ist ja Scheiße. Gut gelaufen für dich. Ja. So, das ist Rüdiger, ja. Der bumst mich heute. Und wie, du hast eine andere. Finden. Also entweder mich oder keine. Und Rüdiger. Vor vollendete Tatsachen gestellt und hat gesagt, also ich kann nur eine Beziehung führen, wenn die offen ist. Ich glaube, der erste Schritt war, dass wir in so einen sexpositiven Club in Berlin gegangen sind, so einen Techno-Club, und da einfach mal in diese Welt reingeschnuppert haben, erstmal ohne Erwartungen. Und ja, dann habe ich gesehen, dass das richtig cool ist und total bereichernd. Und dann haben wir uns da immer mehr ausprobiert. Und jetzt kann ich es mir nicht mehr anders vorstellen. Wie sie noch sich selbst bestätigen, abnickt so. Aber eigentlich ist es doch sogar tragisch, oder? Ja. Also sie ist gestartet so als ganz normale Beziehungsfrau. Und dann kam hier unser... Dann kam Berlin. Ja, dann kam buchstäblich Berlin. Dann kam irgendeine sexpositive Techno-Party. Dann ist die irgendwie ausgestiegen. Naja, nee, dann kam erstmal eher, wie heißt der eigentlich? Chris. Chris. Der Typ dann kam Chris, hat gesagt, wir machen offene Beziehung. Und die so, okay, wie schon sagst... Sex positiv und jetzt ist sie so verkorkst. Ganz ehrlich, so normal wird die auch vorher schon nicht gewesen sein. Also sonst wäre die auch nicht mit dem zusammengekommen. Ganz ehrlich. Weiß ich nicht. Ja, schön. Es gibt Sexpartys, da möchte ich hin. Da kann man auf jeden Fall neue Erfahrungen machen. Ich darf, ja, ich darf das. Pech, ob ich's mach, ja, ich mach das. Echt. Musik. Ob ich's hab, ja, ich hab das. Recht, immer zu tun. Und wir sehen Tattoos, wie immer. Ja. Ich würde sagen, die hat schon auch noch ein paar mehr. Mehr Tattoos? Ja, ja, klar. Hast du dich aufgeregt? Das wird meine erste Party sein. Ich denke, ich habe mir mit Absicht keine zu große Vorstellungen gemacht, weil ich will das einfach genießen, wie es ist.
auch wenn nichts passiert, dann... Die sehen ja nicht mal gut aus, die Dinger. Die was? Die scheiß Tattoos. Nee. Richtige billig 300 Euro, naja, Rahmstattoos. Ja. Ich bin auch von den Piercings nicht so der Fan, also ich weiß nicht, die können viel hübscher sein, oder? Ohne das alles. Hm. Ist echt traurig. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich komme aus Italien, wohne aber in Berlin seit. Ja, was sind denn das für Tattoos? Echt? Wir machen mal eine kurze Tattoo-Analyse. Was ist denn das zum Beispiel auf dem Oberarm? Ist es eine fucking Kastanie, die aufgespießt ist auf einem Dreizack? Oder was ist denn das? Sieht aus wie der Zwinger, das Kronentor. Das sage ich dir. Stimmt! Ach du Scheiße, ja, okay. Ja, wir haben uns andersrum gedacht. So, warte, hier war noch ein Tattoo. Moment. Komm, ja, was zum Fick? Ja, was soll das sein? Ist es eine Frau oder ein Mann? Erstmal frage ich mich. Ich glaube eher ein Mann wegen den breiten Schultern. Dann ist da, boah, also schwierig. Herzen könnte auch eine Frau sein, ne? Ja, stimmt. Ich meine, es sind, ja, könnten auch Puste sein. Sie reißt sich den Uterus auf und dann kommt viel Liebe raus. So. Weißt du was? Es ist eine Frau, ja. Ich glaube doch, es ist eine Frau. Ja, okay. Italien, wohne aber in Berlin seit fast 7 Jahren. In den vorherigen Jahren hatte sich meine Beziehung zu meinem Körper schon verbessert. Ich habe auch zugenommen und ich hätte nicht erwartet, dass ich mich trotzdem wohlfühlen würde, weil ich leider immer noch Probleme mit Essstörungen gehabt habe. Es hat sich also verbessert. Wer hätte es gedacht? Wir haben natürlich mal wieder eine Frau mit psychischen Problemen, die in dieser Doku mitmacht. Als wäre das irgendwie ein Muster, was sich hier durchzieht. Das ist das Normalste der Welt, sagt die Doku. Ja, am Mustererkennung ist er rechts, merke, ja. Das ist böse. Ja, ich wollte mehr sein, mehr mit meinem Körper entdecken. Und ich habe mir das ganz lange nicht erlaubt. Es hat für mich sehr lange gedauert, um zu verstehen, okay, ich stehe nur auf Frauen. Es hat, jetzt 26 Jahre gedauert. Dieses Bewusstsein hat dann ganz viele Sachen in mich aufgebracht. Und jetzt habe ich wirklich vor, ein bisschen zu experimentieren, ein bisschen so rumzugucken und sehen, was Berlin anzieht. Yeah. Ist doch jetzt einfach nur lesbisch, ist doch alles gut. Ja, das ist einfach nur lesbisch. Warum fängst du jetzt an, dich noch weiter zu zerstören tatsächlich? Ja, warum musst du es jetzt kompliziert machen? Such dir doch einfach, wenn du lesbisch bist, eine schöne Freundin, die du lieb haben kannst. Rumzugucken und sehen, was Berlin anzubieten hat. Na, wie geht es dir? Gut, bei dir? Ach, ganz gut. Ja, ich auch. Aber das kriegen wir hin. Ja. Was hast du an? Ich bin gespannt auf ein neues Set. Das hier mit Harness. Ich habe nichts drunter, ne? Sehr gewagt. Also, ich hatte mehr Angst, zu einem normalen Club hinzugehen, wo ich von irgendeinem Cis-Mann blöd angesprochen werde. Und also gehe ich auch nicht mehr hin zu normalen Clubs. Okay. Mhm. Geht die nur noch zu solchen Sexpartys oder was? Anscheinend, also, ja. Das war wirklich das erste Mal, wo ich meinen ganzen, fast komplett nackten Körper gezeigt habe zu so vielen Leuten. Und dann gehe ich zu dieser Party und sind alle mögliche Körperdarstellungen, wenn wir so in eine Kunstgeschichte sagen, da. Und natürlich Kunstgeschichte. Ja, natürlich, jetzt die Kunstgeschichte. Natürlich tust du das! Oder sie ist schon fertig und arbeitet jetzt halt kunstgeschichtemäßig in einem Spielwarenladen. Wie sich das gehört. Genau, klar. Das ist toll. Ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt in diesem Moment in meiner Haut, was ich nicht so oft sagen konnte. Und es ist wirklich so ein erster großer Schritt für mich, mich zu entdecken und einfach mich endlich mal zu akzeptieren. Es war schon sehr entspannt, aber ich habe nicht so viel, sagen wir, mitgemacht. Musste erstmal für mich verstehen, fühle ich mich wohl? Hat sie überhaupt irgendwas gemacht da? Also sie ist in diese Kabine rein und...
sitzt da stundenlang rum. War die in zwei verschiedenen Kabinen. Kann vielleicht auch daran liegen, muss man jetzt mal ehrlich sagen, dass das Kamerateam natürlich die anderen filmen wollte und durfte, weißt du? Die anderen Gäste dort. Dass sie halt sagen, naja, wir brauchen halt was sehen von dir alleine. Ein bisschen Bock an. Ja, tu mich doch eine Play machen. Dass die gesagt haben, ja, wir brauchen mal von dir alleine irgendwie ein paar Aufnahmen. Dann tu dich mal hier ein bisschen rumregeln. Aber ja, tatsächlich wirkt es so ein bisschen irgendwie am Rand, als wäre die ein bisschen am Rand von dieser ganzen Szenerie gewesen. Na gut, sie schreibt ja, oder sie sagt ja, es ist neu für sie und so, aber so richtig scheint sie auch nicht anzukommen da. Irgendwie, ja, habe ich da auch noch nicht so das Gefühl. Und das sind und auch das wieder ist ein gutes Zeichen, Mädel. Hör auf dich. Diese tausend Komplexe, ja, ich zum ersten Mal fühle ich mich wohl in meinem Körper. Also wenn ich mich zum ersten Mal irgendwie erstmal wohl in meinem Körper fühle, gehe ich doch bestimmt nicht zu so einer Sexparty, wo ich da halt nackt stehe. Und nach 26 Jahren diese Aussage zu tätigen, ist halt auch schon... Ist sie 26? Ich glaube, sie hat irgendwie sie gesagt, aber Junge, also sag mal jetzt mal Mitte 20, ist ja wurscht, ne? Ja, Anfang 20. Trotzdem, also die Aussage ist halt schon... ja, ist schon krass. Ja, ich hatte ehrlich gesagt schon ein bisschen Bock, einen Darkroom auszuprobieren. Go with the flow, das ist jetzt, was für mich am besten passt. Ich will das einfach genießen, wie es... Ach, die gute alte Zeit. Schön. Ach Gott, schön. Ach Gott, ich habe das jetzt irgendwie so kommentarlos aufgenommen. Aber tatsächlich, auch im Hintergrund, die Leute schön mit Maske. Ah, oh, es macht aggressiv. Ja, von wann ist denn die Doku eigentlich? Aber die ist ja eigentlich von 23. Die kam am 3. Mai 23 kam diese Folge raus. Also, boah. Ja, wer weiß, wie lange die noch Post-Production gemacht haben. Oder sie ist einer der ganz guten. Ja, aber da, auch die Passagiere im Hintergrund müssen dann ganz gute Normies sein wahrscheinlich. Ah, okay, ja, du bist ein Frame weiter, ich sehe die noch gar nicht. Aber, ja. Ach so. Ah, vielleicht war es 2022, ja, sag mal. Ist, ohne mich irgendwelche Grenze setzen. Ja, jetzt hast du gesehen, ne? Ja. Zu setzen. Ist ja eigentlich auch ein Treppenwitz, ne? Die sitzen hier mit Maske in der Bahn, aber im Darkroom ist alles scheißegal. Ja, das ist wirklich dämlich. Das ist wirklich fucking dämlich. Vor allem sitzt sie dort einfach mal halt nackt. Also als wird man sich auch nicht so irgendwie was einfangen. Also wenn man es jetzt ganz ehrlich nimmt mit diesen komischen Virenübertragungsgeschichten, dann zieht man sich nicht so an. Also bitte. Ja. Ist das jetzt hier die fundamentale Christin? Ja, die wurde im Klappentext. Der Begriff Sexpositiv war für mich sehr negativ behaftet, fast schon diabolisch, würde ich sagen. Das war eine völlig neue Welt für mich, die sich vor ungefähr einem Jahr erschlossen hat. Ich hätte mir das damals nie träumen lassen. Ich hatte viele Jahre eine sehr toxische On-Off-Beziehung und ich wurde in dieser Beziehung auch mehrfach betrogen. Und ich habe für mich irgendwie eine Art von Logik entwickelt, dass ich gedacht habe, wenn ich nicht nochmal so sehr sexuell, und das geht ja durch Mark und Bein, enttäuscht werden möchte in einer Beziehung, dann muss ich das mit dem Sex irgendwie regeln für mich. Hä? Das klingt schon wieder so verkopft. Ja, ja. Da muss ich irgendwas regeln, wenn ich enttäuscht werden will. Such dir doch einfach einen anderen Typen, ne, so einen Spinner, der dich betrügt. Und On-Off-Beziehung ist sowieso Quatsch. Ja, das also, war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, von ihm da ausgehend. So, also der war der toxische Part. Ja, na sicher, aber dann soll sie sich halt einen nicht-toxischen Partner suchen. Und dann ist das mit dem Sex auch geregelt, dann hat sie mit dem Sex. Ja, klar. Ich meine, sie ist ja immerhin irgendwann zu der Einsicht gekommen, ne? Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass du, wenn wahrscheinlich auch der Sex gut ist oder sowas, dass du den dann nicht gleich fallen lässt, sondern dir dann irgendwie schön redest, so, ja, ich krieg den schon noch verändert, dass er das Verhalten abstellt oder sowas, ne? Ja, wegen mir. Sehr radikal kontrollieren kann man das Thema Sexualität ja, wenn man es gar nicht ausübt. Ich habe enthaltsam gelebt für 5 Jahre.
Die schlimmste Verurteilung war tatsächlich direkt, nachdem ich zum ersten Mal wieder Sex hatte. Es war ein Sonntag. Warte mal kurz, sie hat enthaltsam. Achso, okay, nach ihrer Beziehung offensichtlich. Also es ging jetzt nicht darum, sie war die ersten 5 Jahre ihres Lebens enthaltsam. Ich glaube, das haben wir alle geschafft. Ja, ich habe kurz überlegt, ja, enthaltsam, wann rechnet man da ab 18 oder was? Nee, okay, nach der Beziehung. Okay, ich mache nochmal kurz zurück, Moment, weil ich glaube, jetzt wird es wichtig. Schlimmste Verurteilung war tatsächlich direkt, nachdem ich zum ersten Mal wieder Sex hatte. Es war ein Sonntagmorgen, ich bin heulend in den Gottesdienst gegangen. Ich habe mich verurteilt für den Sex und es war sehr schmerzvoll. Sie hat sich selber gerichtet. Ja, eben. Das war was? Ich fand das jetzt auch komisch. Sie hat gesagt, die schlimmste Verurteilung, die ich hatte, war beim ersten Mal nach Sex. Aber du wurdest doch nicht verurteilt. So, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du dich selber verurteilt. Also, ich hatte jetzt erst wirklich gedacht, die Kirchgemeinde so, ha, da ist ja unsere Schlampe, so ist. Ja, so. So eine Scheiße kommt da jetzt aber. In so einem übelsten Dorf, die haben gesehen, ja, sie waren gestern Nacht gar nicht zu Hause, das wusste ich. So, wir haben mit dem Fernglas geschaut bei ihnen, ob sie nach Hause kommen. Schau doch bestimmt mit Männern verkehrt. Oder sogar mit Frauen. Nee, ach, ganz ehrlich, da ist so irgendwas, also die sagt jetzt hier, die ist christlich. Und die ist gezogen worden, klar. Und aber da ist doch schon irgendwas, ist irgendwas im religiösen Leben falsch gelaufen, also übertrieben, wenn du nach 5 Jahren das erste Mal wieder Sex hast und dann dich selber so verteufelst, dass du Sex hattest. Also ist zumindest meine Ansicht als Christ, ich bin halt kein super fundamentaler Christ oder einer, naja, ich will das gar nicht weiter vertiefen. Aber jedenfalls, ich finde jetzt zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, wenn man außerhalb der Ehe Sex hat. Das sehen wahrscheinlich viele Christen heutzutage ähnlich. Vor allem nach 5 Jahren. Also, ich meine, wenn sie dachte, der wenn sie es. Vielleicht hoffentlich ja. dachte, der ist es, genau, sie war in den verliebt, dann gibt es aus meiner Warte da jetzt gar nichts dagegen zu sagen. Da ist eher das Problem wahrscheinlich, dass du dir selber irgendwie so eine, naja, so ein Schuldding aufgeladen hast, das irgendwie so aufgebaut hast, aus irgendwelchen religiösen Gefühlen, dass du dann damit gar nicht klarkommst. Das ist vielleicht eher das Problem. Sie hat ja gesagt, sie ist heulend in die Kirche gerannt, also vielleicht, weil sie so hinterher gedacht hat, oh Gott, ich bin schwach geworden oder so, weißt du? Das ja, irgendwie schon, ja. Eigentlich also, schade, weil für mich war das bis jetzt die normalste Frau in dieser Doku. Bis jetzt, ist vorbei. Aber ja, auf jeden Fall hilft es uns, ja. Jetzt geht das wieder los. Meine Meinung, ja. Was kann ich mit meinem christlichen Glauben vereinbaren? Was will Gott von mir? Will er, dass du in einer Doku namens Fuck Berlin mitspielst? Ich weiß nicht. Und dass du Sodom und Gomorra-Style überall rumhurst? Also, ich will. Macht's jetzt ja nicht, aber noch nicht. Ja, das kommt noch. Das kommt jetzt. Noch, glaub mir. Ich meine, die Folge heißt Sexpositive Partys. Also, die wird bestimmt auch zu solchen Partys hingehen. Ja. Lust haben, etwas Göttliches zu entdecken in dieser Welt. Und da gibt's genug. Und ich empfinde das tatsächlich auch bei meinen Sexabenteuern jetzt so, dass das so tiefgehend ist und so viel mit purem Menschsein zu tun hat, dass ich auch da eigentlich ganz viel entdecke, was für mich auch auf eine Schöpfung oder einen Gott hinweist. Aber ich weiß es nicht. Und ich will es auch gar nicht mehr wissen. Ich will es eigentlich nur noch fühlen. Und also die rutscht doch von einem Extrem ins andere, die Frau. Also Alter, das ist doch, ich verstehe das nicht. Also, wie viele Sekunden sind jetzt vergangen? 20 oder so? Also, ja. Vor 20 Sekunden hat sie uns erzählt, dass sie geheult hat, nachdem sie nach 5 Jahren das erste Mal wieder Sex hat. Jetzt geht sie zu irgendwelchen Sexpartys, holt mit sonst was für Leuten rum, sagt, das hätte was mit Gott zu tun. Also, das ist doch von ihm extrem ins andere gegangen. Das ist nicht gesund. Also, das ist, glaube ich, keine gesunde Glaubensphilosophie. Also ich würde das ja nicht mal Philosophie nennen, also sie versucht sich das jetzt gerade irgendwie schön zu reden und da Gott drin zu finden in der Hurerei. Also, ja, irgendwie ganz komisch, ganz, ganz eigenartig. Ich meine, klar, Sex ist schön, aber heißt ja trotzdem nicht, dass du es mit jedem machen sollst. Also da gibt es ja offensichtliche Gründe, warum man das nicht tun sollte. Vor allem, wenn du auf der Glaubensschiene unterwegs bist, eben. Da gibt es also, ja noch mehr Einschränkungen sozusagen in den Geschäftsbedingungen. Klar, so. Also klar habe ich jetzt vor uns gesagt, ja, Sex außerhalb der Ehe ist, muss man vielleicht heutzutage so nicht mehr sehen, aber worauf die Bibel ja zum Beispiel schon Wert legt, ist ja Sex einfach in einer Partnerschaft. Also, dass du ein Mann bist, du hast eine Frau, weißt du?
Eine Frau hat ihren einen Mann, also diese Monogamie einfach. Boah. Sie sollte vielleicht einfach von sich von dem Glauben lösen. Ja. Und dann ihr Leben da leben. Also es kann mir keiner erzählen, dass die Religion noch groß wichtig für sie ist. Naja, es ist ganz komisch, ja. Ich will jetzt dazu gar nichts weiter sagen. Ich könnte der nur Worte in den Mund legen. Also die wird das selber hoffentlich noch weiter ausführen. Okay. Und ich habe dann auch ganz konkret zu Gott gesagt, wenn du nicht willst, dass ich weitermache, dann stoppe mich irgendwie. Ja, soll dann Blitz runterschicken oder was? Also ja. Und ich wurde nicht gestoppt. Aber dadurch, dass ich nicht mehr so stark diese eigene Verurteilung über mich und andere im Sinn hatte, ich würde sagen... Die heult doch, oder? Ja, na sicherlich. Da rollt eine Träne die Wange runter, ja. Ach Gott. Sie ist stark gefestigt unterwegs auf jeden Fall. Da ist was ganz im Argen. Es zieht sich hier durch diese ganze Doku. All diese Leute haben irgendwelche psychischen Macken. Also, bah. Was auch mein Gottesbild geprägt hat. Also ich meine jetzt nicht bar im Sinne von eklig, aber es sind alles Leute, die, das tut ihnen ein bisschen leid. Die haben irgendwas, die müssen sich Hilfe suchen. Und ich denke nicht, dass es diese Sexpartys sind, wo du Hilfe kriegst. Leute, zieht nicht nach Berlin, bitte. Kein Stoppzeichen gesehen. Und ich habe weitergemacht und ich bin sehr dankbar darüber. Ich möchte jetzt mal mutmaßen, selbst wenn Gott damals einen Blitz geschickt hätte, dann hätte sie das ausgelegt als Bestätigung. Ja, ich habe ein Zeichen bekommen, ich soll rumfinden. Endlich hat sie Gott mir gezeigt. Ja. Go for it, girl. Oh Gott. Aber was wir hier vielleicht nochmal festhalten können, wir haben jetzt hier immer mal geskippt, aber ich gehe nochmal zurück, einfach nur wegen den Bildern, wie die das gute Doku halt gemacht ist. Zum Beispiel hier, wie sie hier dieses Ding isst, ne? Das Dessert, ja. Genau, das, ja, könnte man vielleicht so ein bisschen wie eine weibliche Brust interpretieren oder so. Ich meine, auf jeden Fall ist es ja schon irgendwie sinnlich, wie sie sich in den Mund schiebt. Dann hast du hier die Biene. Blume und die Biene. Genau, siehst du das gerade? Ja. So, hier die Biene und die Blume. Genau, wir sind ein bisschen, ein paar Frames immer unterschiedlich. Ja, und dann hast du, was war jetzt zuletzt, was ich interessant fand? Ach so, hier, wie sie diese rote Blume isst oder sich in den Mund steckt. Mhm. Ist ja schon auch irgendwie sinnlich. Das ist, also wirklich, ich muss wirklich meine Komplimente geben an diese Marie Villetel, diese Regisseurin von dem Filmchen. Finde ich echt top. Das muss ich wirklich sagen, ohne Hintergedanken oder so. Wirklich gut gemacht. Ist auch kreativ tatsächlich. Also es ist nicht immer dasselbe hier. Ja. Mit den Motiven. Ja. Ah, jetzt habe ich wieder Hassgefühle. Ich habe die echt gefressen, also. Ja, boah. Ich bin zu viel für dich. Ja. Wir machen kurz Pause wegen dem Lied. Ihr wisst Bescheid. Ich würde mal recherchieren wollen, wer das ist, der hier die ganze Zeit die Texte da, naja. Ja, ist irgendwie immer dieselbe Rapperin oder so, oder? Ja. Ist vielleicht sogar eine von denen. Ist das diese Mizuki oder wie die hieß da? Diese feministische Rapperin? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich weiß, dass du das nicht hinkriegst. Ich bin zu weit. Mit mehr weiß man. Wir machen Pause. Wir können ja dann vielleicht, falls wir die Folge schaffen, hinten muss doch dann Musik oder so stehen, weißt du? Im Abspann. Ja, stimmt. Da finden wir es bestimmt heraus. Genau. Ob wir wollen oder nicht. Ob es so bleibt, ich bin zu viel für dich. Wir sind hier gerade in einem Kinky-Club. Also Jeans und T-Shirts sind hier nicht erwünscht, sondern sich ein bisschen auszuleben, kinky sein, Fetischklamotten. Also mein Kink sind ja Jeans. Ich spreche auch mit Leuten, die sagen, sie sind eigentlich super neugierig, aber haben trotzdem dann doch irgendwie Scheu und Angst. Am Anfang war ich total flash von den Eindrücken und bin hier nicht selbstbewusst durch die Gänge gegangen, aber das ist auch völlig in Ordnung. Und man wird hier zu nichts gezwungen. Oh, da ist er wieder, so, der Chris. Ist schon bei der Zigarette dabei? Er ist schon bei der Zigarette danach. Ja, genau. Nach dem Zusehen. Er hat Lisa und Rüdiger beim Bumsen geschaut und dann raucht er eben. Aber er ist ja schon produktiv gewesen. Er hat schon was gemalt. Ja, das hat mir auch in der Endfolge, wo er dort irgendwas gesprüht hat. Ach, das ist alles so abgefuckt. Ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr. Bitte erlöse mich. Oh Gott.
ist gerade so ein Mix aus, man kann sich Kunst anschauen, Performances und tanzen. Ganz ehrlich, der sieht doch irgendwie schwul aus, oder? Ja, das hat mir schon gemutmaßt, ne? Ja, irgendwie habe ich von dem so irgendwie schwulen Vibes. Das hat er auch in die Kommentare geschrieben und ach, ich weiß nicht, einfach dieser Ohrring schon allein, dann dieser Schnurrbart. Ja, der Ohrring ist echt hart, ja. Und diese, genau. Und ich finde auch von der Frisur her, weil das ist ja keine normale Kurzhaarfrisur, sondern das ist ja an den Seiten noch so ein bisschen wie Undercut-mäßig. Das sieht halt aus, als hätte er ein schlecht sitzendes Toupet auf dem Kopf. Also, ich finde das ganz komisch, weil er hat doch schönes, volles Haar, eigentlich. Ich finde auch die Klamotten, die er trägt, sind irgendwie. Ja. Haben diese Ausstrahlung. Absolut, absolut. So dieses, das T-Shirt, das würde ich vielleicht in einem Fitnessstudio ansehen, weißt du? Das ist so ein abgeranztes schwarzes T-Shirt. Hm. Gut, okay, stopp. Sie hat ja gemeint, Jeans und T-Shirt ist nicht erwünscht. Vielleicht darf man sich da nicht schick anziehen. Wobei im Hintergrund sehe ich gerade eine Frau in einem hübschen Kleid. Hm. Das brauchen wir auch total, um dem Alltag zu entfliehen. Wir sind ja beide auch in der sozialen Arbeit, setzen uns den ganzen Tag mit. Beide sogar. Alter. Beide natürlich. Beide, logisch. Er ist Sozialarbeiter in einem muslimischen Brennpunkt mit seinen lackierten Fingernägeln. Genau. Darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Er hat ja auch noch sogar bunt lackierte Fingernägel. Also, ich habe da komische Schwingungen. Ja, auch hier wieder die Klamotten, die er hier anhat. Das ist so dieses 80er schwuler Bauarbeiter-Dress-Ding irgendwie so. Auf jeden, Amidant. Auf jeden. Also, ja, total. Das, ja, hast recht. Probleme anderer Menschen auseinander und das ist dann das, was wir machen am Wochenende. Warte mal. Jetzt geschwurbelt, aber ich sag's trotzdem. Er ist am Ende schwul und weiß es halt nicht oder will es sich eingestehen. Weißt du? Und deswegen will er auch nur zuschauen und denkt, ja, das ist. Er schaut so nämlich nicht ihr zu, sondern dem Rüdiger. Oh! Eieieiei. Okay. Das ist ganz sehr komisch. Interessante Theorie. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Also +1 von mir auf jeden Fall. Um Spaß zu haben. Was wir für uns machen. Aber so genau, was wir nicht nur für uns als Individuen machen, sondern was auch für unsere Beziehung, unserer Beziehung total gut tut, dass wir einfach richtig Spaß zusammen haben. Weil zu dieser hedonistischen Seite gehört bei uns ja auch unser ganzes Beziehungskonzept. Alter, jetzt sitzt die wieder mit dem Rüdiger hier zusammen. Ja klar, es geht ja gerade um Hedonismus, also. Alter. Zu öffnen. Wir müssen uns ja ganz extrem mit uns auseinandersetzen, mit unserer Verbindung, mit Eifersucht. Das ist ja nicht so, dass uns das von Anfang an alles super leicht fiel. Auch immer noch haben wir Momente, wo wir Unsicherheiten haben, eifersüchtig sind. Das ist wirklich so ein Sündenpool, ey. Ja, es ist schlimm. Ah, endlich wieder Christus. Ja, bitte. Wir sind jetzt ziemlich genau bei der Hälfte und bei fast 40 Minuten. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Pause oder machen dann einen Zweiteiler draus. Ich denke, das ist am sinnvollsten. Ja, das schlaucht auch wirklich. Also. Ja, also nochmal so ein Maria-Segment kann ich mir nicht antun. Das war so die härteste. Ja. Uff. Gut. Liebe Leute, ihr habt es geschafft. Glückwunsch. Ich hoffe, ihr wart gut unterhalten und es hat mir tatsächlich. Na, Spaß will ich es nicht nennen, aber es hat mich, es ging besser. Ja, auf jeden Fall. Na, ich meine, die Doku ist ja auch wirklich gut gemacht. Also, wenn alles von der GEZ so wäre, auf dem Niveau, dann könnte ich es irgendwo noch verstehen, dass sie Geld wollen. Aber bei dem restlichen Programm, gerade Funk oder so, Gottes Willen. Also, 2 Euro im Monat sind schon drin. Großzügig. Boah, 2 Cent. 2 Cent würde ich so abdrücken. Oh Mann. Gut, liebe Leute, dann wir sehen uns dann zum Finale des Finales. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.